mich ist, wenn ich morgens am Sonntagmorgen mit meiner Familie am Frühstückstisch sitze und die neue Kerze am Adventskranz anzünde, Licht in der Adventszeit. Wenn durch das Anzünden einer Kerze in der kalten und dunklen Jahreszeit im Haus Wärme und Geborgenheit einzieht, dann ist das für mich Licht in der Adventszeit. Also Licht in der Weihnachtszeit ist vor allen Dingen so ein Funken Hoffnung in der Dunkelheit und einfach ein bisschen Glück für jeden Tag. Vor allem das Weihnachtslicht in der Stadt macht einen einfach glücklich. Ja, und Licht bedeutet für mich Besinnung, Zeit zum Runterkommen, Zeit mit der Familie zu verbringen und wie Lisa schon meinte, Hoffnung. Vor allem in unserer schweren Zeit wie Corona hoffen wir alle auf ein schönes Weihnachtsfest. Ich verbinde Licht in der Adventszeit mit der hell erleuchteten Lüneburger Innenstadt. Ich verbinde Licht in der Adventszeit mit Kerzen, weil die im restlichen Jahr nicht besonders sind, nur in Adventszeit. Für mich ist Licht in der Adventszeit mit der Familie um den Adventskranz sitzen und Wintersport gucken. Für mich bedeutet Licht in der Adventszeit ein beruhigendes Gefühl in einer so dunklen Zeit. Also ich verbinde mit Licht im Advent die Adventskerzen, Herrnhuter Sterne, die Beleuchtung in der Stadt und Wunderkerzen. Und ich verbinde mit dem Licht im Advent, dass es doch sehr erfreulich ist, dass es noch so abends eine schöne Stimmung ergibt, wenn die Tage schon so kurz sind. Licht bekommt gerade in der Adventszeit eine ganz besondere Bedeutung. Es strahlt Emotionen aus, transportiert Wärme und Geborgenheit. Das Jahr 2020 war für uns alle eine Herausforderung, hat uns aber auch alle nochmal neu miteinander verbunden. Wir, die evangelische Jugend aus St. Stephanus, wünschen euch alle eine besinnliche und friedliche Adventszeit und ein fröhliches Fest.